Moin moin und hallo, heute möchte ich euch gerne eine Spa-Behandlung berichten mit wunderschönen Doktorfischen. Die Doktorfische, auch Kangalfische genannt, oder rötliche Saugbarbe oder Gararufa. Diese Fische kommen aus der Nordtürkei oder aus den Regionen von in der Nähe von Syrien zum Beispiel. Diese Fische sind kleine, süße, schnucklige Teile und die sind in einem schönen, warmen Gewässer unterwegs. Ungefähr 30 Grad Celsius haben die Becken dann. Bevor es losgeht, solltet ihr Folgendes beachten. Verwendet 24 Stunden vor der Behandlung keine Pflege- oder Enthaarungscremes, da das Bioklima des Beckens sich durch euch dann verändern könnte. Und dadurch schadet ihr den Tieren dort drin. Und das will, glaube ich, keiner. Die Füße dürften keine offenen oder verkrusteten Wunden haben. Bei Fuß- oder Nagelpilz ist wegen der Ansteckungsgefahr die Behandlung leider unmöglich. Bei Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen, sollten Sie vor der Behandlung zuerst mit einem Arzt sprechen. Bei ansteckenden Krankheiten ist auch nicht eine Behandlung möglich, dann sollte man wirklich davon absehen. So, aber dann geht es erstmal los. Dann werden erstmal Füße gewaschen. Ihr wascht euch sozusagen die Füße in einem Becken ab. Dann krempelt ihr eure Füße hoch, nicht die Füße, sondern die Hosenbeine werden gekrempelt und ihr könnt dann am besagten Aquarium oder Spa-Knabberplatz euch hinsetzen, die Füße oder die Hände dann in das Becken geben und dann kommen direkt die Fische, wie ihr ja auch oben sehen könnt, auf euch zu und fangen an mit der Behandlung. Die Behandlung ist nicht kitzelig. Selbst wenn man kitzelig ist, merkt man nur ein leichtes, wie soll ich sagen, Kribbeln. Dieses Kribbeln ist aber angenehm. Wenn ihr dabei dann auch eine richtig schöne Atmosphäre habt, eine schöne Musik ist aufgelegt oder etwas anderes, wo ihr euch sehr gut entspannen bei könnt, ist das noch hilfreicher. Diese Behandlung oder eine Behandlung dauert ca. 30 Minuten. Das heißt, ihr könnt 30 Minuten für euch haben, 30 Minuten relaxen, 30 Minuten Freude und den Fischen zugucken. Denn die Fische sind richtig gierig nach eurem Schuppen. Sie nagen die obersten abgefallene, tote Schorfhaut ab und geben damit eurer Haut wieder Luft zum Atmen. Das ist auch sehr gut für Menschen mit Neurodermitis zum Beispiel. Die fühlen sich danach wie neu geboren. Das alles ist jetzt ganz einfach, ganz schnell mal zwischendurch. Der Mittagspause zum Beispiel, 30 Minuten reicht ja. Oder abends als ganzes Event zu sehen. Ihr könnt auch mit Gruppen dahin, weil es gibt auch Spas mit mehreren Sitzplätzen etc. In dem Spa, wo ich war, das war Happy Fish in Monschau zum Beispiel. Da konnten bis zu 4 Personen gleichzeitig die Fußbehandlung oder die Arm- oder Händebehandlung durchführen lassen. Also sehr entspannend, sehr wohltuend, kann ich nur jedem empfehlen, dies mir nachzumachen oder gleich zu tun. Denn diese Fische sind einfach niedlich und es freut schon einen, wenn man sie sieht, wie sie sich freuen und sich an eurem nicht Fleisch, sondern Resten ernähren oder erlaben. Weil die Ernährung selber wird ja nicht komplett darüber gedeckt. Das sind jetzt nur Eiweiße, die dann den Fischen darüber zur Verfügung gestellt werden. Also sehr zu empfehlen, sehr entspannend. Eure Haut ist danach butterweich, zart bis zum geht nicht mehr. Wie heißt das? Hornhaut wird entfernt. Wenn ihr mehrere Behandlungen durchhabt, werdet ihr spätestens dann ein Ergebnis sehen. Aber wir hatten schon nach dem ersten Mal ein Ergebnis gefühlt und waren sehr positiv eingestellt. Das heißt, wir werden wieder zu den Happy Fishes gehen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!